Herzlich willkommen zu einem neuen Angespielt auf diesem Kanal mit mir der Selina und zwar Traders Life Simulator. Ich habe den Key zur Verfügung gestellt bekommen, das Spiel mal anzuspielen. Ich habe schon mal reingeschaut und schon mal angespielt. Also wir springen nicht neu zusammen rein. Und so. Ich habe es schon ein bisschen gespielt und bin mit meinem Geschäft schon... Also, es ist halt nicht viel. Man hat am Anfang sehr große Geldnöte. Wäre zum Beispiel auch so ein Tipp, wenn es euch gefällt und ihr euch es holen möchtet oder werdet, dann wäre mein Tipp wirklich am Anfang zu gucken. Man kann sich nämlich bei der Bank $1000 ja, Geld leihen. Kredit holen. So war das. Und... Ja, wie ihr seht, ich habe gerade minus 150, das ist aber okay so, okay? Also, folgendes, Bett kann man nur hier stehen lassen, also Bett kann nur, also ich habe ausprobiert, das Bett in mein Geschäft zu stellen, hat nicht funktioniert. Also das Bett kann man wirklich nur im Haus stehen haben, so. Und wir haben, glaube ich, morgens. Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, als ich das Spiel angefangen habe. Was ist das? Ich gebe mal kurz wieder, wie das war. Als ich schon auf die Tür zuging, dachte ich mir so, okay, Show-Info, ne? Man muss das Auto nämlich auch tanken und alles drum und dran. Aber das Beste kommt, wenn wir jetzt einsteigen. Da steht einfach Flip Vehicle. Das heißt, Auto umdrehen. Und das war schon so das Zeichen für mich, dass ich sehr viel Spaß mit diesem Auto haben werde. Weil wir kennen ja alle meine herausragenden Fahrkünste. Ja. Gut, ich weiß gar nicht, haben wir Hunger? Naja, es geht, es geht, es geht. Also... Ich habe ja den Key jetzt zur Verfügung gestellt bekommen und ich habe es tatsächlich ein bisschen gesuchtet. Also ich finde es echt interessant. Ich habe den Key halt einfach mal angenommen, weil ich mir dachte so, ja, guckst du mal, wie es ist. Aber ich finde es echt interessant. Ich finde es halt echt nice. Also das sind halt zum Beispiel die Sachen, die wir jetzt verkaufen. Man hat am Anfang nur ein paar Kartons hier stehen. Und ja, ich habe... Ich müsste das eigentlich zu Hause stehen haben. Aber ich hab's einfach im Geschäft stehen, okay? Ich gehe halt gerne duschen, gerne baden. während der Arbeit, okay? Naja, immerhin. Toilette hat eine Tür. So, man kann den Shop dann halt auch ausbauen. Und da seht ihr auch, warum ich jetzt pleite bin. Ich habe mir nämlich jetzt erstmal meine Schulden zurückbezahlt, die 1000. Und ich musste mir eine Wanne holen. Die kostet 750. Da gibt es ein Möbelgeschäft, da werden wir auch noch hinfahren. Wir müssen jetzt nämlich erstmal gucken. Und zwar folgendes. Man kann, also man hat halt Geld auf Tasche. Damit kann man direkt zum Händler hinfahren, muss aber die Sachen auch selber mit nach Hause nehmen. Das werden wir noch machen. Oder man kann sie sich liefern lassen. Man kann online aber nur mit Kreditkarte bezahlen. Das heißt, man muss erst zur Bank hin und muss bei der Bank... Oh. Also hier kann man dann die Pakete abholen, wenn man sie online bestellt hat. Und erst wenn man einmal beim Shop war, schaltet man Online-Banking überhaupt frei. Also nicht Online-Banking, sondern Online-Einkaufen frei. Und dann kann man sich halt was aussuchen und ja... Das geht aber nur, wenn man Geld auf der Kreditkarte hat. Da drüben bei der Bank kann man nämlich das Geld aus der Tasche auf das Bankkonto legen. Bei dem Herren. Ohne Witz, der Blick, der ist einfach... ja, also die Models von den Typen, die wiederholen sich halt so auch so ein bisschen. Gut, ich glaube, da brauchen wir nichts drüber sagen, ja. Also, ach, das sieht so gruselig aus. Und hier kann man halt das Geld
aus dem Portemonnaie transferieren auf die Kreditkarte, also auf die Bank oder zurück oder ne, auf die Kreditkarte. So. Aber ich wollte euch tatsächlich was anderes noch. Wir holen jetzt erstmal Geld. Vielleicht haben wir ja schon genug eingenommen. Nein, noch nicht. Also noch 30 Dollar, dann sind wir wenigstens schon mal im Plus. Wir müssen aber auch gucken natürlich, dass wir auch ein paar Lebensmittel verkaufen. Und wenn das nicht mehr läuft, Zeitungsstände haben wir schon. Am Laptop können wir zum Beispiel hier, ne, so Sachen kaufen. Und, ah, stimmt, ich weiß, ach so, stimmt. Ich hatte ja eigentlich schon Geld, also ich hatte ja eigentlich schon Plus gemacht. Ich musste aber meine Rechnung zahlen. Ich hatte nämlich eine Stromrechnung und die war nicht bezahlt und die musste ich dann zahlen. Weil es war dunkel im Geschäft. Ja, man muss jeden früh das Geschäft aufschließen. Ansonsten Cash der Kaschier. Okay, Cash der Kaschier. Oh, wir haben kein Tuna mehr. Okay, gut. Ja, man muss halt alles einräumen. Das muss man selber machen. Also man hat, das tut der Mitarbeiter nicht. Dann gibt es verderbliche Sachen, die können nur in Kühlregalen gelagert werden. Also, wir werden uns noch mal ein bisschen umschauen. Ich wollte euch mal so einen kleinen Einblick in das Leben geben. Ich glaube, wir werden heute tatsächlich nur die Schulden bezahlen. Ich warte noch auf 50, damit wir das, also damit wir wissen, was wir im Plus haben. Und das werden wir dann wiederum ausgeben und einkaufen gehen. Ja, Windeln haben wir auf jeden Fall. Man kann die Sachen auch wieder aufheben. So, und dann zeige ich euch mal, wie das hingestellt wird. So. Zack. Bitteschön. Einkaufen. Hier auch für große. Ich, ganz ehrlich, ich finde die Beschreibung so geil. Ja. Hier. Wimps. Ja. Dann gibt es Crybabies. Dann gibt es. Oh, wo ist das da? Zum Beispiel, glaube ich. Ist das eins? Ist das so eins? Genau. Deshalb Tipps. Big. Nee, Senior war noch. Ist das auch Crybaby? Ist das Wimps? Oh, schade, die haben keine Dings. Okay, schade. Also da gibt es halt auf jeden Fall auch noch Senior. Ja. Ich finde es, ich find es lustig gemacht und ich finde es auch. Also ich denke mal, viele Ressourcen werden euch bekannt vorkommen aus Miss Survival. Ja. Ich glaube, da brauchen wir gar nicht drüber reden, dass das von der Aufmachung her, also von den Models selber, glaube ich nicht, dass das eine Eigenproduktion ist. Also ich glaube, das ist schon alles gekauft. Aber dieses System, dass die Sachen auch verkaufen, es soll jetzt nochmal ein größeres Update kommen. 1.9. Da weiß ich nicht ganz. Also man hat auch die Möglichkeit anscheinend ein Telefon zu kaufen und damit auch unterwegs sein Geschäft leiten zu können. Ich weiß nicht, ob man später auch jemanden hat, der das alles einräumt. So, ich bringe mal die 250 jetzt auf die Bank. Wir können uns jetzt auch nochmal einen Kredit holen, aber wie gesagt, ich habe gerade erst meinen Kredit abbezahlt. Ich bin froh, dass ich los bin. So, Transfer. Jetzt haben wir das drauf. Die 50. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob man pleite gehen kann. Oder ab wann man pleite geht. Ansonsten haben wir hier so einen Essensstand. Da, Smartphone. You can buy Smartphone from the Smartphone Shops. Ja, man kann auch noch verschiedene Fahrzeuge haben. Man kann auch irgendwie einen Quad haben und so. Sachen. Ja, hallo? Ah, das ist, wenn man seinen Laptop verkauft oder verliert oder weiß nicht. Es einem gefändet wird. Was verkaufst du hier? Ah, genau, Tablet. Ah, geht wohl noch nicht. Hä? Entschuldigung, entschuldigen Sie. Ach, da. 125. Alter Schwede. Was haben wir hier? Trinken. Ach, du verkaufst Lagerregale. Also,
Wir gucken es uns ja zusammen an. Ihr könnt mir ja gerne eure Meinung reinschreiben. Es ist so, wenn man drin ist, es sieht nicht begeisternd aus, aber kein Geld. Kauf doch bitte was. Hier, guck mal, ich habe Kekse. Kekse kaufen. Kekse? Okay. Ich bin gerade am Überlegen. Also wir können auch nachschauen, was die meisten so gefordert haben. Hier zum Beispiel. Hier Complaints, Softener, Chips, Tuna, Andolino, Orange, Peace, Handwash. Die wollen ja alles. Okay, Oliven. Ansonsten Zucker, Zucker, Snack. Softener, Olives. Okay. Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Also sieht für mich irgendwie so ein bisschen danach aus, dass ich nicht weiß, was ich kaufen soll. Weil wir müssen jetzt langsam mal neue Sachen holen. Weil ihr seht es ja schon, es geht ein bisschen leer. Ich glaube, wir holen noch mal ein paar Chips, oder? Aber Chips hat eigentlich keiner gewollt. Ja, das ist die Fahrmechanik. Es gibt auch eine Map, tatsächlich. Und ja, das Auto bleibt nicht stehen, wenn man auf der Map ist. Die Leute kann man nicht umfahren. Also nicht, als hätte ich das getestet. Natürlich, ich meine, nee, so rum. Ich habe es natürlich nur für euch getestet. Also ja, hier ist die Autoreparatur. Ich habe tatsächlich bis jetzt noch nicht gebraucht, das Auto zu reparieren oder zu flippen. Oh, Shampoo, seht ihr? Wir können ja mal Shampoo holen. Wir können ja mal Shampoo holen und es bei uns stehen lassen. Für morgen ist unser Unterhalt auf jeden Fall gesichert. Ah, ich sehe gerade Hunger. Wir werden irgendwann was essen müssen. Aber gut, es wird ja gerade ein bisschen Geld gesammelt. Dann kann man das ja so. Also, ja, wir machen es so. Timan wird das Spiel übrigens auch vorstellen. Ich bin mal gespannt, was er dazu zu sagen hat. Er hat das, glaube ich, noch gar nicht angespielt. Er will es erst anspielen, wenn er hier so reinguckt, ne? So. Ja, rein theoretisch könnte man hier noch Geld abheben oder leihen. So, und hier, so sieht der Shop aus. Jetzt können wir hier zum Beispiel gucken. Aber wisst ihr was, wir nehmen. Oh, da wollen wir. Ja, komm. Nehmen wir. Einmal. 60 Dollar auch haben wir nicht. Okay. Also man holt dann immer so ein Paket. Haben wir noch Cornflakes? Ich weiß es gar nicht. Also ich weiß auf jeden Fall, man sollte ein bisschen aufpassen. Ich habe nämlich letztes Mal irgendwie aus Versehen was genommen, was dann verdorben ist. Das war ein bisschen traurig. Cleaning Spray, Spray, Toilet Cleaner. Ich weiß, das hat irgendeiner mal Toilet Cleaner gesucht, aber ich habe jetzt nicht mehr genug Geld. Oh Mann. Shampoo, 59. Was? So eine Kiste Shampoo kostet einfach 59. Wohin tun? Ach nee, können wir nicht. Eggplant, das hat keiner gesucht. Olives, ja gut, Olives wurde mal gefragt. Sollen wir mal. Ja, komm, wir holen ein paar Dosen. Ein paar Dosen, Oliven. So, jetzt haben wir das Paket. Das tun wir dann fachmännisch hier verstauen. Aber wir haben ja nochmal 10. Wir können ja für 10 nochmal irgendwas holen. So, haben wir noch irgendwie irgendwas für 10? Wird doch bestimmt irgendwas ganz. Alter Schwede, und die habe ich gekauft. Also, die steht bei mir rum. Nudeln habe ich auch. Nee, ich glaube tatsächlich. Oh, Cola. Wäre noch günstig. Ansonsten, ey, schaut euch das mal an. Ist alles ganz viel Geld wert. Siebt. Ja, klar, die Cola ist günstiger als die Zahnpasta. In welchem? Was ist das? Hot Chili Potato Chips. Naja, komm. Ich glaube, Chips gehen immer, oder? Wobei, ich weiß nicht, ob die Chips eher nachfragen. Naja, wir werden sehen. So. Okay. Also, so holt man sich dann die Waren ran. Und gleich packen wir die mal zusammen aus. Aber ich glaube, vorher holen wir nochmal Geld aus der Kasse und essen was. Weil wir haben jetzt auch schon 16 Uhr. Geht schon bald nach Hause und dann ins Bettchen. Ja, und ich würde sagen, wir nehmen uns dann auch noch ein schönes Bad. Ah, ich hätte ja auch da hinten lang fahren können. Aber gut, ich habe jetzt sowieso kein Geld.
Okay. Wir werden auf jeden Fall auch nochmal im Möbelgeschäft vorbeifahren. Auch wenn es jetzt noch nicht viel bringt. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich vielleicht mir nochmal einen Kredit hole. Um mir vielleicht auch andere Möbel zu holen. Okay, jetzt bitte nicht erschrecken. Ich bremse total ungern mit der Leertaste, weil es solche Geräusche macht. Ist schon ein bisschen Ohrenschmerzen. So. Yeah. Jetzt können wir mal schön. Jetzt können wir uns mal schön Essen genießen. So, was gibt's da? Ah. Wow. Da steht nicht mal was. Hey, wieso haben wir schon wieder keinen Strom? Wir haben doch die Rechnung bezahlt. Muss ich die jeden Tag zahlen, oder was? Willst du mich trollen? Ich muss die jeden Tag zahlen? Muss. Das ist. Nee. Ich. Ja, boah, da bin ich echt sprachlos. Achso, so geht man auf Toilette. So geht man übrigens auch baden. Das Geräusch ist ein bisschen anders. Das ist halt so ein Duschgeräusch. Grüß dich. Ja, das ist jetzt natürlich doof. Aber solange wie Tag ist, ist alles gut. So, dann können wir. Ach nein, jetzt habe ich es falsch geklickt. Mensch. Es gibt nämlich zwei verschiedene Arten, wie man das rausnehmen kann. Ich würde sagen, wir stellen die Dosen hier rein. Zack. Ja, es wird jetzt langsam Nacht. Da wäre halt, ist das so eine Lampe schön, aber pff, sind wir mal ehrlich. Oh, wir können sogar Sachen hier draußen eigentlich auf den Tisch stellen. No White Biscuit. Nächer. Oh, ich glaube, das hatte ich mal. Die wollen jetzt aber nicht, dass ich jeden Tag das zahle, oder? Electricity. Ansonsten, guck mal, die Kunden kommen auch im Dunkeln. Mich interessiert es nicht, wenn es die Kunden nicht interessieren. Es ist halt. Es ist einerseits irgendwie lustig. Also, ich glaube, wenn man es nicht zu ernst nimmt, dann ist es halt okay. Es ist ein Zeitvertreib. Und ich weiß nicht, was mich an dem Spiel so fesselt. Vielleicht ist es halt einfach so diese Tendenz, die ich sowieso schon habe, so zum Kaufmännischen. Vielleicht ist es das, was mich so reizt. Irgendwie so ein wirklich schönes Geschäft aufzubauen. Aber ich hätte nicht gedacht, am Anfang, als ich angefangen habe, das zu spielen, hätte ich echt nicht gedacht, dass ich das sagen würde. Weil wo ich es das erste Mal gesehen habe, habe ich mir gedacht, okay, nope, nope, nope. Aber es hat was. Bitte nicht jagen. Ich weiß, wie verrückt das klingt. Der andere war braun, ne? Kann ich in dem Licht sowieso nicht sehen. Ah. Junge. Unhöflich. Muss zur Seite gehen. Wenn ich hier meine Packung ein. Die haben ein rotes zu wenig. Sollten sich was schämen. Ja. Wisst ihr, was ich rausgefunden habe? Wenn ich die Rechnung nicht zahle. Entschuldigung. Ja, manchmal muss man sich entscheiden. Essen oder Rechnungen zahlen. Das ist so am Anfang. Ich glaube, 19 Uhr ist auch schon Ende, ne? Ich weiß nicht, was machst du? Wann machst du Feierabend? Ist übrigens immer ein anderer. Also wirklich, jeden Tag kommt ein anderer. Ich weiß auch nicht, ob Leute weniger ins Geschäft kommen, wenn du kein Reis. Ah, ich glaube, ich hatte gar keinen Reis. Muss ich mal gucken. Das nächste Mal, okay? Erstmal muss ich gucken, dass ich meine Rechnung zahle. Oh. Ich meine, wenn ich überlege, wir haben für die Stapelchips, haben wir 10 Dollar für einen Zehnerpack bezahlt und bekommen 7 Dollar raus. Also ich würde sagen, es ist ein gutes Ding. No Eggs. Naja, wir haben noch keine, nicht mal eine frische Dege. Mein Junge. Ja, also wie ihr seht, am Anfang hat man tatsächlich gar nichts. Ich habe das Ding aus Versehen doppelt gekauft. Das ist eigentlich nur so einer von einer Seite. Naja. Ach komm schon, 7 Dollar. Kauf Chips, Chips, kauf Chips. Ich muss meine Rechnungen zahlen. Bitte. Ich habe eine Familie zu ernähren. Danke. Pff,
Loser. Okay. Wow. Jetzt muss ich. Oh. Zum Glück gibt es keine Überweisungsgebühr. Wisst ihr, was ich meine? Boah, die Oliven sind sogar 10 wert. Krass, krass, krass. Ich komme morgen wieder. Nein. Ey, ohne Witz. Ich hatte. Wo ich den netten Herrn zum ersten Mal gesehen habe. Habe ich gleich meinen Mann gerufen, also Timon. Habe auch so, also habe halt sowas vor sein Gesicht gehalten. Und habe ihm halt gesagt, geh mal ganz nah ran. Dann habe ich es weggezogen und wir haben beide so einen Lachflash gehabt. Also, wie gesagt, wenn man es nicht zu ernst nimmt, geht es voll in Ordnung. So, muss ich dir jetzt jeden Tag zahlen? Ja, ich sehe das, dass da keine Bills to pay sind. Okay. Es ist 21 Uhr und er arbeitet immer noch. Ist okay für mich. Ich hätte, würde halt zum Beispiel gerne eine Wohnung hier jetzt mieten, da gegenüber, zum Beispiel. Wieso muss ich in dem Haus da hinten wohnen? Keine Ahnung. Ich weiß auch noch nicht, nach welchem System die verkauft werden. Also hier haben wir zum Beispiel Waschmittel. Auto-Washing Powder. Ist auch so. Hand-Washing Powder. Ja. Wir haben 21 Uhr und er ist immer noch da. Also ich stehe noch hier und kassiere das Geld. Weil wir verfahren morgen früh. Fahren wir hier vorbei. Öffnen die ganze Möhre. Und dann fahren wir auch schon weiter. Kaufen erstmal ein. Auf dem Großmarkt. Damit wir da ein bisschen was haben, nicht? Und ansonsten, ja. Also ihr seht selbst, das ist jetzt nichts Besonderes. Aber ich mag's. Ich mag's. Eigentlich könnten wir das Ganze. Ach nee, genau. Wenn man bestellt, dann kostet das halt mehr. So. Ach so, den Motor muss man so gut nicht anlassen. Das Auto ist allzeit bereit. Es wartet nur, bis ich komme. Und jetzt möchte ich eine Sache ausprobieren. Normalerweise wende ich das Auto immer, bevor ich aussteige. Ich habe aber schon den Verdacht, dass jedem neuen Tag das Auto einfach gleich wieder geparkt steht. Weil ich habe es teilweise schon ein bisschen weiter hinten stehen gehabt. Und es dann trotzdem irgendwie, glaube ich, immer an derselben Stelle. Da ist Furnucho. Ha. Ja, wir müssen mal gucken, dass wir ein bisschen Gewinn machen, dass wir ein bisschen Gewinn beiseite legen. Okay. Es tut mir leid, dass ich bremsen musste. Das ist halt so, okay, gut, es gibt eine Bremsspur, ne? Das ist das. Aha. Es gibt hier schon Sachen. Aber ansonsten, rein theoretisch kann man das hier auch alles einrichten, das Haus. Weil man kommt hier an, man hat kein Badezimmer, ja, man hat nur Sachen im Inventar. So, neuer Tag. Guten Morgen. Unser Tag beginnt um 7. Bin ich so nicht gewohnt. Ich kenne das aus dem Einzelhandel, ehrlich gesagt, dass der Tag viel, viel früher beginnt. Also, meine Eltern, die hatten mal ein Geschäft und die hatten halt ein Lebensmittelgeschäft, wo die jeden früh um 3 aus dem Haus sind und dann, weil die mussten halt noch, ich glaube, eine Stunde oder 2 Stunden zum Großmarkt fahren. Und ja. Da haben sie dann immer frisch Lebensmittel, also Obst und so eingekauft. Also Obst und Gemüse. Und deswegen mussten die immer sehr, sehr zeitig dann raus. Ganz ehrlich, der steht hier schon so wie so ein Verbrecher. Aber macht nicht mehr auf. Nee, nee, nee. Okay, also. Wir gucken. Ich wollte noch auf den Laptop gucken. Ach nö, die haben noch nichts.
Gut, dann können wir ja einfach mal gucken. Dann spielen wir gleich wieder das wunderbare Ratespiel. Was soll ich kaufen? Oh, Tomatopasto. Moment, Tomatopasto haben wir noch. Okay, also ich glaube, würde sagen, wir holen Reis. Weil die haben auch nach Reis gefragt, teilweise. Gucken wir mal. Gucken wir mal. Reis, Shampoo. Shampoo war ja noch. Und wir gucken mal. Tools Shop. Ich weiß halt auch nicht, wo das Spiel dann hingeht. Es ist. Ich find's auf jeden Fall interessant. Und mir macht es auf jeden Fall Spaß. Dazu muss man aber auch ehrlicherweise sagen, ich muss es nicht kaufen. Ich bin aber, was Spiele kaufen angeht, sowieso mal so ein bisschen vorsichtiger. Tivan ist dann eher schon so derjenige. Oh, das Spiel sieht gut aus. Ich kauf's mal. So, nein, nein, nein. Ich würde zum Beispiel niemals für ein Spiel 60 Euro ausgeben. Also A, weil ich weiß, dass es irgendwann runtergesetzt wird. Und B, nein, was 60 Euro. So, okay. Also, was haben wir hier? Tomatensauce, na. Was ist das? Das ist Jam? Oh, Jam wäre auch nicht schlecht. Öl. Wenn man mal small und wir hatten auch keine Papierrolle mehr, ne? Das ist wichtig. Ah, oh, you don't have enough money. Doch. Was? Papierrolle kostet einfach 180. Willst du mich? Okay, das ist Salz. Das ist Salz. 180. Wo ist der Reis? Wir hatten hier Shampoo. Ja gut, aber ich glaube, wir können den Reis nicht mehr. Weil ich würde echt lieber Reis. Katzenfutter. Okay, das sind alles so Kühlsachen. Können wir uns ja sowieso noch nicht holen. Aber wo ist der Reis? Entschuldigung, wo ist der Reis? Die können wir uns auch holen, aber wir haben leider diese also diese Ständer da nicht. Das heißt, wir müssen die einzelnen Schokoriegel irgendwo reinlegen, was ich sehr unhandlich finde, ja. Wir nehmen mal hier, komm, wir machen den hier. Wir nehmen mal Handseife mit und wir nehmen mal Shampoo mit, dass wir auch mal ein bisschen hier Güter des alltäglichen Gebrauchs mitnehmen. Jetzt ohne Scheiß, ich sehe kein Reis. Oh, wow. Wollen wir? Es sieht halt auch so aus, als würde es viel Platz wegnehmen. So, das kostet 59. Können wir sowieso nicht kaufen. Also kaufen wir Reis. Ich hätte vielleicht die Handseife. Die war es wieder, ne? Sweet Corn. Aber gut, das Sweet Corn wurde jetzt noch nicht oft nachgefragt. Ich erkenne da auch noch kein Muster. Ja, bin ich ehrlich. Ich habe keine Ahnung, warum die was kaufen. Ich weiß nicht, dass ich einen Haufen Kohle mache. Wobei ich jetzt noch nicht wirklich im Plus bin. Ich habe tatsächlich noch gar nichts gut gemacht. Und ich muss auch noch bald tanken. Also, es ist auf jeden Fall, ja. Ich mache auf jeden Fall Gewinn, das weiß ich. Aber ich glaube auch durch die Bestellung, weil da kamen irgendwie 10 Dollar auf jede Bestellung. Und das ist, glaube ich, für den Anfang nicht so gut gewesen. Deswegen, das würde ich so nicht nochmal machen. Ich würde das lieber immer, also auch wenn es nur immer so zwei Pakete sind. Ich verwechsel das immer. So. Okay. Problem Nummer 1. Wohin damit? Ich tue es einfach hier in den Aufsteller. Wir haben halt einfach 10 Pakete Reis, okay?
Die einen würden sagen, es sind nur 10 Pakete. Ich würde sagen, oh mein Gott, 10 Pakete. Ihr wisst, was ich meine. Aber ist ja egal. Hauptsache ist es da. Ich meine, früher oder später muss man dann halt auch ein bisschen gucken, was so nachkommt, was gekauft wird. Aber jetzt, dadurch, dass wir einfach so wenig haben, stellen die Seife mal hier rein. Hier, Rucke, Seife. Bist du stolz auf mich? Eckverkauf, Seife. Super tolle, leckere Hans. Also, nicht essen. In Amerika muss man ein bisschen vorsichtiger sein. Schokolade. Okay. So. Also, Tivan hat schon gesagt, dass das die ganze Zeit auspacken. Aber ich glaube, das ist. Ich weiß nicht, es gehört für mich irgendwie schon so dazu. Besonders jetzt am Anfang. Ich weiß nicht, ob man so später jemanden holen kann, der das dann für alles für einen auspackt. Aber so für den Anfang gehört das so irgendwie für mich dazu. Wie Tivan sich geschlagen hat, könnt ihr übrigens auch gerne auf seinem Kanal mal nachschauen. Der ist immer unten verlinkt in der Beschreibung. Falls er mal was Lustiges macht. Ah, komm. Na komm, Marok. So. Es ist halt alles nicht so einfach, nicht? Aber wir haben hier super Sprung. Ja. Jetzt wird zwar nicht nach vorne gezeigt, aber. Puh. Ich glaube, die Kunden interessiert das auch nicht so. Die sind wahrscheinlich einfach froh, dass ich endlich mal Reis habe. Es wurde nämlich schon oft nach Reis gefragt. Aber ich habe bald, ne? Leider nur Nudeln. Leute, kauft Nudeln. Nein. Es ist aber auch High-Quality Product. Ne? Steht auch immer was Verschiedenes drauf? Nee, es ist immer das Gleiche. Okay. Bei den meisten Sachen sind es halt immer verschiedene Sachen. Bin ich aber gespannt. Ich muss gleich mal gucken, wie viel Gewinn ich bei so einem Beutel Reis mache. Ich muss auch gleich gucken, dass ich Geld auf die Bank bringe. Oh, keine Gemüsepizza. Hey, ich habe noch kein Kühlregal. Siehst du das? Hör auf rumzuheulen. So. Okay. Bin ich aber gespannt, wann die nächste. Kommt die jetzt vielleicht jedes Mal, wenn ich ein- und auslogge? Das wäre mies. So, ich tue jetzt mal 100 drauf. Okay. Das heißt, ich habe jetzt für 2 Tage. Für 2 Tage habe ich für meinen Kollegen da vorgesorgt. Und alles Geld, was ich jetzt verdiene, kann ich dann. Also, ich könnte jetzt rein theoretisch wieder ins Geschäft fahren und jetzt schon neue Sachen holen. Ich leg das mal hier so hin. Hier, pass auf, gucke. Da. Wenn du schon mal da bist, dann nimm doch noch einen Schokoriegel mit. Die kaufen halt auch immer eine Sache. Wo ich mir dann denke, ja. Logisch. Hat er den Riegel gegessen? Oder wurde er mir jetzt abgekauft? Ach nee, da ist. LOL. Da ist er. Die kaufen dieses Autowaschpulver nicht, ne? Kann ich gar nicht verstehen. Ist übrigens eigentlich eine lustige Geschichte. Der Ständer, in den ich die gerade dieses Waschmittel rein tue. Entschuldigung, dass ich lachen muss. Ist eigentlich ein Chipsständer. Yay! Gekauft. Kaufen die das vielleicht eher, wenn das so voreinander steht? Ach, keine Ahnung. Yeah, kauf die Windeln. Entschuldigung. So, okay. Ja, also wie gesagt, wir könnten jetzt bestellen, aber ja, Tuna, Waffel, Chips. Können wir uns mal merken. Softer. Hier, Softner habe ich schon öfter gelesen. Und Tuna. Der Rest ist mal immer mal wieder. Wisst ihr was? Das holen wir jetzt noch. Weil bis Ende ist ja noch ein bisschen.
Und ich glaube, 4 Pakete passen in unser Auto rein. Vielleicht holen wir noch mehr. Weil umso mehr wir holen, umso mehr können wir verkaufen. Und umso mehr wir verkaufen können, umso mehr Gewinn können wir machen. Wisst ihr, was ich meine? Da, schon wieder 8 Dollar gemacht. Bäm, das geht ja wieder Brötchenbacke. Das ist auch so. Gehst du dann zur Bank, machst ein Konzept. Und sagst dann, ja, ich hab halt, ne? Im Trail Life Simulator habe ich gelernt, wie das so läuft mit dem. Sorry. Hupsi. Wie das so läuft mit dem Verkaufen und Kaufen von Waren. Ich weiß, wie so ein Geschäft zu führen ist. Würde ich mir schon lustig vorstellen, nicht? Grüß dich. Ich weiß tatsächlich nicht, wie es aussieht mit den frischen Sachen. Wie lange die halten. Oh, da hat hier. Mein Freund, da ist aber nicht alles ausgepackt hier. Ich glaube tatsächlich, dass man mit damit irgendwie am meisten Kohle machen kann. So. Okay. Also, die Waffeln. Die Kaffee. Der Kaffee ist, glaube ich, auch ziemlich relativ schnell weggegangen. Holen wir nochmal. Weil das ist so eine Sache, die sollte man haben. Okay. So, dann habe ich gesagt, Tuna. Was ist ein Anduli hier? Sweet Corn. Okay, Beans. Das habe ich auch alles schon mal gesehen. Bei so Sachen bin ich auch voll dabei. Muss ich gestehen. So. Eggplant ist doch eigentlich Aubergine, oder nicht? So. Ich glaube, wie gesagt, ja, mit ein bisschen Quetschen kannst du hier noch was rein. Okay. Was war das noch? Cleaning Spray? Nee, 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 nee. Wir haben öfters nochmal was gesehen. Da hatte ich auch gesagt, oh, mein Kopf ist ein Sieb, ne? Meat, Ice Cream. Das ist Wurst. Wurst ist das. Okay. Joghurt. Das muss hundertprozentig gekühlt werden. Warum steht der Joghurt hier? Naja, okay, gut. Ich frag mal nicht. Sauce. Oh, Sauce. Salz, Mehl. Oder Reis gut geht. Der geht. Das habe ich. Ich glaube, was habe ich denn gekauft? Das hier. Das hier. Dieses hier. Dieses Wheat Biscuit. Das hatte ich gekauft und das ist mir komplett verdorben. Da war ich so sauer, dass das kaputt gegangen ist. Oh. Ich will gar nicht, dass Leute, die sowas kaufen, zu mir ins Geschäft kommen. Oh, genau, der Softener. Den wollte ich ja noch. Naja, jetzt geht's nicht mehr. Wir können aber mal gucken. Oliven haben wir. Peace. Sweet Corn. Ich glaube, Sweet Corn war auch noch so eine Sache, wurde auch relativ oft gefragt. Wir nehmen Mais jetzt einfach mal mit. Ja? So. Ja, deine Bleiche kannst du in einem anderen Geschäft kaufen. Hier. Bei mir gibt's sowas nicht. Ja, das Auto ist ein bisschen überladen. Also, es ist wie beim Truck beim Survival. Das Auto zickt jetzt ein bisschen rum. Man muss es einfach so akzeptieren. Ich habe so das Gefühl, dass es von der, also, dass die Kiste so auf den Reifen drückt. Also wir müssen auf jeden Fall gleich noch was zu essen kaufen. Und dann kannst du halt auch nicht mehr richtig lenken. Also das war jetzt nicht so wirklich meine Schuld. Also und lustigerweise kann man zum Beispiel, wenn man rückwärts fährt, das hier machen. Fand ich auch cool. Warte mit Tuna, ich komme. Ich habe Tuna dabei. Was ich so seltsam finde, dass ich jetzt zum Beispiel nicht mich hinstellen kann und sagen kann, hey, guck mal, Tuna, ich hab Tuna. Ich esse Tuna. Wisst ihr? So. Es gibt halt irgendwie noch, was mir so ein bisschen fehlt, ist irgendwie so eine Bewertung vom Shop.
wo dann zum Beispiel steht, ja, der Customer hat sich beschwert, weil Kartons im Gang standen oder so, ne? Das sind halt so Sachen, ja, das Spiel ist halt sehr, sehr simpel und ja, ne? Ich würde mir jetzt so einen Schokoriegel schnappen und sagen, so, genug für heute gegessen. Das reicht dann auch, ne? So, jetzt haben wir uns vollgefuttert. Jetzt mal schön einen Bart nehmen. Ich hoffe, das gibt ein bisschen extra Geld. Naja, er kann ja halt zugucken. Okay, komm, ich lasse die Tür offen. Upsi. Da ist mir die Maus aus der Hand gerutscht. Huch. Und die Tür geht automatisch zu. Okay. Ich frage mich, ob er das machen würde, wenn die Tür nicht da wäre. Also den Raum hier hinten habe ich übrigens selber gebaut. Das war nicht so. Okay. So. Zack. Stellen wir mal hier schön neben die Nudeln. Neben die Nudels. So. Ja, ich meine, es hat was. Und ich glaube, wenn man später ordentlich Kohle hat und das alles schön einsortieren kann. Weil momentan ist es halt wirklich so, dass die Leute schneller. Also, ich kann es mir gar nicht so leisten, wie die kommen. Ich kann mir gut vorstellen, dass ich später einfach Kisten auspacke, die in die Regale reinpacke und halt auch genug Regale habe und alles so ein bisschen ordentlicher ist. Aber, ja, für den Anfang muss das reichen. Was war hier drin? Kaffee. Kaffee stellen wir hier draus. Oh, seht ihr, hier hätten wir eigentlich auch. Komm, Oliven beiseite. Weil das ist der gute, teure Kaffee, wie ihr seht. Wobei Kaffee ist sowieso immer meiner Meinung nach teuer. Na, wobei andererseits, ich weiß halt nicht, was so der normale Preis so für Kaffee ist. Bin ich ehrlich. So, wir müssen den einmal rumdrehen. Dann bleibt er nämlich auch so. Was da hinten ist, das sieht doch keiner. Verdammt. Dass ich nicht gleich drauf gekommen bin. Dass ich den ordentlich hinstelle. So, Wild Coffee. Ja, ich hoffe, ihr habt einen Einblick gehabt. Ich werde jetzt schlafen gehen. Hingehen. Und ich hoffe, ihr habt Spaß daran, wenn ich euch weiterhin solche Spiele vorstelle. Ihr merkt ja, dass es so eine bunte Mischung ist. Ach komm. Ah. Ja. Das sind überwiegend Indie-Games. Ja. Überwiegend Indie-Games. Ich bin da auch, glaube ich, zu perfektionistisch. Ich glaube, das interessiert die Customer nicht wirklich, ja, die Kunden nicht wirklich, wie das da jetzt drinne liegt. Ich glaube tatsächlich, ich könnte das einfach so ins Geschäft reinschmeißen und die würden es kaufen. So. Zack. Zack. Ich glaube tatsächlich, die würden es trotzdem kaufen. Wollen wir es mal ausprobieren? Komm, das machen wir noch. Ich meine, es hat noch 2 Stunden offen. Irgendeiner wird Tuna wollen. Ich lege das jetzt so aus, wie Mäuse fallen. Irgendeine Customer-Ratte wird schon reinlaufen, nicht? So. Bam. Also langsam werden wir reich. Also was ich gesehen habe an Bugfixes, war wohl eine Zeit lang ein Problem, dass alles, was, also umso weiter oben es stand, umso eher wurde es verkauft. Das hat er wohl gefixt. No, no money to collect. Ich würde jetzt tatsächlich gerne mal auch ein bisschen was Rücklagenmäßiges haben. Ich bin gerade überlegen. Es wäre halt ehrlich gesagt nicht schlecht, wenn wir von jeder Sorte eins da hätten. Da fehlt mir auch so ein bisschen das Register, wo ich dann halt sehen kann, so, ah, okay, gut, ich habe jetzt Thunfisch, ich habe jetzt Mais, ne? Und dass ich halt sehen kann, was ich nicht habe. So, das hätte ich noch schön gefunden, bin ich ehrlich. Ja.
Hunger steigt langsam. Aber selbst hier hast du das ja nicht. Hä? No sweet corn? Haben die das schon? Ach so, das war wahrscheinlich bevor ich bevor ich es gekauft habe. Ist schon vorbei, ja, der Tag. Na ja. Dann ich glaube tatsächlich, dass es keinen großen Unterschied macht, wo es steht. Ich glaube, die würden das auch vom Boden kaufen. Also ich weiß nicht, ich bin meines Erachtens nach vollkommen normal abgebogen. Aber gut. Ich fahre jetzt auch nicht so schnell, ne? 50 innerorts, ja okay, fast 60. Aber ihr wisst, was ich meine. Oh, es tut mir leid. Okay. So. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Es war ein wundervoller zweiter Arbeitstag mit euch zusammen. Nur weil ihr da wart. ich werde mal gucken. Sollte noch irgendwie ein richtig krasses Update kommen, würde ich euch dann nochmal von meinen Erfahrungen berichten. Ansonsten war jetzt das angespielt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bye, bye.